Diese Gefühle sind für immer. Helene macht kein Geheimnis daraus, dass Florian immer noch zu ihrem Leben gehört. Riskiert sie damit ihre Beziehung? Eine Dreiecksbeziehung mit dem Ex und der neuen Liebe ist eine komplizierte Sache, es sind viele Gefühle im Spiel. Doch Helene will und kann ihren Florian einfach nicht loslassen und könnte damit sogar die Beziehung zu Thomas aufs Spiel setzen. Auch diesmal zeigten sie sich wieder öffentlich, vor Millionen Publikum, als Seelenverwandte. Helene Fischer und Florian Silbereisen werden immer sehr emotional, wenn sie aufeinandertreffen. Kein Wunder. 10 Jahre lang waren die beiden das Traumpaar der Schlagerbranche, und auch 4 Jahre nach der bitteren Trennung können die beiden einfach nicht ohne einander. Erst kürzlich machte Helene das bewegend deutlich: Ich habe eine Beziehung beendet, die für mich aber nach wie vor einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen haben wird, erklärte sie beim Konzert in Bad Hofgastein. Wen sie damit meinte, ist klar: ihren Florian. Nur wenige Wochen später sollten sich die beiden beim großen Schlagerjubiläum wiedersehen. Und alle fragten sich, wie würden die ehemaligen Turteltauben wohl dieses Mal miteinander umgehen? Die Fans, die sich ein liebes Comeback wünschen, wurden jedenfalls nicht enttäuscht. Denn beide wurden erneut von ihren Gefühlen übermannt. Dieses große Jubiläum, natürlich habe ich da ja gesagt, zeigte sie sich begeistert und richtete dann, eine Spur leiser, ihre Glückwünsche an den Moderator. Doch die nette Plauderei wurde noch intimer, Florian strahlte: Ich bin auf etwas ganz besonders stolz. Und das ist unsere Freundschaft. Und damit meine ich nicht nur uns beide, sondern eigentlich die ganze Familie, die Kiddies, und auch deinen Thomas, der heute auch hier ist und dir den Rücken frei hält, damit du mit uns hier feiern kannst. Und da stellt sich doch die Frage: Wie geht es eigentlich Thomas mit all den Gefühlen?